In dieser Woche fokussiert sich alles auf den Besuch von Liu He in Washington jetzt ab kommenden Donnerstag und das Thema Handelskrieg verdrängt alles andere. Und hier geht es vorwiegend um Fakten und Hoffnungen und die Fakten sind relativ klar, während die Hoffnungen doch relativ diffus sind. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte. Jetzt haben wir die Daten der letzten Woche hinter uns gebracht. ISM-Index, Dienstleistung am Donnerstag, miserabel. In Richtung 50 schon tendierend, also auch der Dienstleistungssektor scheint jetzt betroffen zu sein in den USA. Der Konsumsektor, das ist für die USA eine Gefahr. Die Aktienmärkte am Donnerstag zunächst steil nach unten, dann aber nach oben, weil man sich gesagt hat, ja, dann muss die Fed ja die Zinsen senken. Die Wahrscheinlichkeiten für eine Zinssenkung bei der Sitzung am 31. Oktober oder bei der Entscheidungsverkündung am 31. Oktober deutlich gestiegen. Dann kamen die US-Arbeitsmarktdaten, naja, die waren eher mäßig, nicht wirklich katastrophal, aber eben auch alles andere als gut, vor allem die Löhne sehr schwach, der Anstieg der Löhne sehr schwach. Man wusste nicht so genau, was man davon halten soll, ebenso wie von der Rede von Jerome Powell, der gesagt hat, der US-Wirtschaft geht es gut, aber es gibt eben Risiken, so diese alte Leier der Fed, die versuchte, den doch auch in den USA deutlich greifbaren Abschwung so ein bisschen zu verharmlosen. Man darf ja selbst keine Rezession herbeireden, indem man sagt, ja, wir sehen eine Rezession kommen, dann kommt sie wahrscheinlich auch. Und jetzt fokussiert sich eben alles auf dieses Thema Handelskrieg. Und der gestrige Montag stand schon völlig unter dem Eindruck eben dieser Headlines zwischen den USA und China. Schauen wir uns erstmal an, was da gewesen ist mit Larry Kudlow zunächst. Das war das Erste, der gesagt hat, naja, also dieses Delisting von chinesischen Firmen, das sei derzeit nicht auf dem Tisch. Also hier wieder der Versuch der Trump-Administration, ein bisschen Beruhigung zu bringen. Dann kam der nächste Schub nach oben zunächst mal, als man sagte, seitens der USA ein Twitter-Account, der Donald Trump nahesteht aus der Administration, dass das chinesische Handelsministerium gesagt habe, China sei bereit, in diesen Bereichen einen Deal zu machen, in denen es Übereinstimmung gebe. Naja, wo gibt es die schon? Okay, wir kaufen ein bisschen Schweinefleisch und ein bisschen Sojabohnen. Das muss man sowieso machen. Das ist sozusagen das, was nicht mal eine Konzession ist, weil die Chinesen eben entweder in den USA Schweinefleisch kaufen müssen und Sojabohnen oder eben woanders. Also das ist wirklich nicht so wahnsinnig schwer. Aber dann ist es trotzdem so gewesen, dass die Märkte zunächst mal nach oben gegangen sind. Und wie hier Hipster, ein sehr guter Twitter-Account, bemerkt, also früher sind wir wenigstens noch nach oben gegangen in der Hoffnung auf einen vollständigen Handelsdeal. Jetzt sind wir schon im Rallye-Modus dann wegen Partial Deals, also wegen Teil-Deals. Aber das hat nicht lange vorgehalten, denn dann gab es einen neuen Bericht, dass China nicht bei zentralen Bereichen zustimmungsbereit ist, um die es ja eigentlich geht, Diebstahl geistigen Eigentums, Subventionen für Staatsfirmen etc., also all das, was die USA eigentlich als Kern dieser ganzen Handelsgespräche deklarieren. Darüber sei man gar nicht erst bereit zu reden. Also das Beste, was da rauskommen kann bei dem Besuch von Liu He, ist irgendwie ein Plastikdeal, ist so ein bisschen Show, ist so ein bisschen Beruhigung. Wenn jetzt dabei nichts rauskommt, dann würden ab 15. Oktober die Zölle weiter steigen und dann würde alles aus den, alle Importe aus China bezollt und zwar relativ kräftig bezollt, dann wird die ganze Geschichte schwierig. Trump selber sagt, naja, nee, so ein Partial Deal, so ein Teildeal wollen wir nicht haben. Wir wollen den großen Deal haben. Wie das gehen soll, das sei mal dahingestellt. Die Chinesen haben jetzt den 1. Oktober hinter sich gebracht. Die Feierlichkeiten zur 70-jährigen Gründung der Volksrepublik China. Da ist man dann erstmal wahrscheinlich nicht mehr so konziliant wie vor diesen Feierlichkeiten, die man sich nicht verderben lassen wollte, durch eine harsche Auseinandersetzung. Und jetzt ist der Trump eben auch so gestrickt, dass er normalerweise, wenn er unter Druck ist, wie jetzt derzeit durch diesen zweiten Whistleblower in der Ukraine-Affäre, durch die Steuergeschichte, die jetzt möglicherweise für ihn auch ein Problem werden wird. Ein New Yorker Gericht hat ja gesagt, es müssen die Steuerunterlagen seiner Firma, seiner Bilanzierungsfirma freigesetzt werden oder müssen veröffentlicht werden. Jetzt hat er da nochmal Einspruch eingelegt, aber der Ausgang ist offen, wird vor dem Supreme Court
dann entschieden. Also es gibt schon Gegenwind für Donald Trump auf verschiedenen Seiten oder von verschiedenen Seiten. Und normalerweise neigt Donald dazu, dann in die Offensive zu gehen und eher einen rauszuhauen, statt zurückzuweichen. Also die Voraussetzungen sind vielleicht nicht so wahnsinnig günstig derzeit, dass es zu diesem Deal kommen wird. Gleichwohl haben die Märkte das als Hoffnung irgendwie eingepreist. Schauen wir uns hier noch an. Wir hatten heute den Einkaufsmanager-Index Dienstleistung aus China schwächer als erwartet, knapp über der 51er-Marke, allerdings die Neuaufträge etwas besser. Aber was eben dann nochmal zum Thema Fakten und Hoffnungen gehört, ist, dass das Handelsministerium der USA bestätigt hat, dass 28 weitere Firmen aus China auf die sogenannte Blacklist kommen, also auf die schwarze Liste, darunter HEK Vision, diese Videoüberwachungsfirma aus China, die sozusagen zentral ist für den gesamten Apparat der Überwachung durch die chinesische Regierung. Und nun muss man wissen, dass diese 28 Firmen eben anders als Huawei keine inhäusige Chipproduktion haben, sondern von Chips, vor allem von Intel, abhängig sind. Das wird für die ein Riesenproblem und ich kann mir nicht vorstellen, dass die chinesische Seite begeistert ist von solchen Signalen unmittelbar vor dem Besuch von Liu He in Washington. Sei es drum. Schauen wir uns noch kurz die Termine an, die heute auf der Agenda stehen. Wenn ich sie finde, ja, das sind sie. Wir haben die Industrieproduktion aus Deutschland. Gestern die Auftragseingänge der deutschen Industrie extrem schwach. Also es setzt sich dieser Abwärts-Move fort. Wir haben 14:30 dann die Erzeugerpreise aus den USA und dann 19:50 nochmal eine Rede von Jerome Powell. Da wird er wahrscheinlich nichts wirklich Substanzielles weiter sagen. US-Wirtschaft geht es gut, aber es gibt ein paar Risiken, die mit uns natürlich nichts zu tun haben und vor allem nicht mit Donald Trump. Schauen wir uns die Charts an. Was wir hier sehen, ist der S&P 500. Hier sehen wir dann nochmal das Erschrecken über den schwachen ISM, dann die Drehung Zinshoffnung, dann jetzt dieses Gezappel nach Fett und den gestrigen Bewegungen, die wir gesehen hatten, eben mit diesen Headlines China positiv, China negativ, wie auch immer. Wir sehen, dass der Dow Jones bei 26.550 Punkten steht. Die Charts übrigens von Capital.com wollte ich nicht vergessen zu erwähnen. Wir sehen den DAX aktuell knapp über der 12.100er Marke nach dem Abverkauf. So eine zittrige Erholung, würde Rüdiger Born sagen. Wir sehen Euro-Dollar aktuell bei 1,0976. Gold ist weiter etwas unter der 1500er Marke mit 1491, jetzt vielleicht zu Beginn des Handels wieder in China. Nach der goldenen Woche hat normalerweise Gold eine ganz gute Chance, das zumindest in den letzten Jahren. Und wir sehen, dass Öl weiter unter Druck bleibt, auch wenn leichte Erholungen derzeit der Fall sind, bei $53.06. Also sehr, sehr viele Hoffnungen, diffus, unklar wird schon werden. Die einen sagen, über das Substanzielle werden wir nicht reden, Plastikdeal können wir nicht machen. Der andere sagt, ich will aber nur einen großen Deal, Plastikdeal werde ich nicht machen. Wie das zusammenkommen soll, ist die große Frage. Es werden Fakten geschaffen, man setzt Firmen auf die Blacklist, nämlich chinesische. Und Fakt ist, dass am 15. Oktober, wenn da jetzt nichts irgendwie kommt, nicht eine Versöhnungsgeste kommt, dass dann die Geschichte mit neuen Zöllen weitergehen wird. Die asiatischen Märkte heute gleichwohl positiv, deswegen diese leichten Steigerungen, die wir auch bei den US-Futures gesehen haben. Chinas Märkte heute das erste Mal wieder auf positiv, Japan positiv. Wir hatten Samsung mit den Zahlen, die weniger schlimm waren als befürchtet, sagen wir mal so. Die Aktie daher leicht im Plus. Mal sehen, was die Amerikaner heute aus der ganzen Geschichte machen. Und die Europäer um 8 Uhr schon. Die Industrieproduktion aus Deutschland wird ein Hingucker. Jetzt wünsche ich erstmal das Allerbeste und sage Servus und Ciao.